Morgen. Also ich habe in der Schule schon sehr viel Spaß an dem Fach Chemie gehabt. Deswegen war für mich klar, dass ich gerne eine Ausbildung in diesem Bereich machen möchte. Also hauptsächlich sind Pharmakanten in der pharmazeutischen Produktion tätig und stellen dort eben Arzneimittel her, führen da auch die Prozesskontrollen durch. Als Pharmakant hat man viele Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel im Labor, in der Produktion hauptsächlich, in Büros, in der Qualitätskontrolle. Also der Pharmakant stellt sehr viele verschiedene Arzneiformen her. Es gibt zum einen die Kapseln, die Tabletten, aber auch Säfte, Inhalativa, Cremes, Pasten. Im Labor kennt man ja die üblichen Kittel, die man da trägt. In der Produktion sieht das ein bisschen anders aus. Da muss man spezielle Kleidung tragen oder spezielle Schuhe. Mundschutz. Ja, am Anfang ist es halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Und irgendwann hat man auch als Frau dann das raus mit dem Schmuck auslassen und Haare zusammenbinden, Häubchen auf. Ich bin mittlerweile im dritten Lehrjahr und ich bin sehr zufrieden mit meiner Ausbildung. Und es war für mich einfach die beste Wahl, die Ausbildung zum Pharmakanten zu machen. Der Zusammenhalt zwischen den Azubis ist wie in einem Klassenverband und es macht Spaß. Das ist mir halt auch sehr wichtig, dass ich jeden Tag den Kontakt habe und nicht nur allein in meinem Kämmerchen sitze. Und gemeinsam schafft man auch mehr als alleine.